Ruhig und angenehm. Das machen wir. Ruhig und angenehm. Und schwere Mission. So. Dann laufen wir auch schon mal aus. Kurs setzen. Da will ich hin. Zwei Mann an Diesel. Da muss keiner hin. Das passt auch. Jo. Dann geht's los, mein Herz. Sehr gut. So, da kann es auch gleich losgehen hier. Wir beschleunigen die Sachen natürlich. Machen langsame Fahrt. Blaues Licht, damit wir nachts mehr schauen können. Kreiselkompass aktiviert. Sehr gut. Ah, genau, kriegt noch einen zweiten Mann. Karte ist noch bei 100%. So, Feindgebiet erreicht. So, wir starten schon mal unsere Patrouille hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jo, kleine Fahrt. Du wirst eine richtige Klatsche bekommen. Du wirst mit Ohren schlackern und sagen, Alter, wie hat der das denn geschafft? Ja, das wird ein neutrales Schiff sein, bin ich ziemlich sicher. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Meistens jedenfalls. Wir machen eine halbe Fahrt, dass wir nochmal rankommen da. Schau gleich mal. Die Spanier. Monte Gurugu. Alles klar. Auf zum Monte Gurugu. Legen Sie den Kurs an. Die holen wir uns, die Jungs. Als Snake. Schneller, schneller! Schneller, schneller! Zu weit weg bin ich, okay, dann müssen wir doch schneller fahren. Schneller. Wir müssen da näher ran. Koordinaten setzen. Wechseln auf E-Motor. Zu weit weg. Oh Gott, das ist ja auch geil hier. Legen Sie den Kurs an. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bin ich besoffen hier? Oder? Bin zu weit weg. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nein. Eben sagt er, zu schnell. Schneller, schneller! Legen Sie den Kurs an. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Meine Fresse. So. Ja, also wir senden ein Prisenkommando rüber natürlich. Das schicken wir natürlich mich rüber. Mit einem Karabiner. Und dann schicken wir Kamerad Wächter rüber und Klausi, der kriegt den Stahlhelm. So, und natürlich 6 Patrosen, um ein bisschen Druck zu machen und Attacke. Ich weiß mehr als du über das Spiel. Ja. So, er spricht Spanisch. Auch man kennt nur Gesichtszüge der deutschen Sprache. Also alles klar. Nehme oder nehme?
So. Bietet Ihnen an, Sie bequem zu machen. Okay, die Dokumente, Fracht hat alles da. Ja, da möchte ich das. Er sieht ein wenig nervös aus. Kann allerdings, gut. Muss es leider akzeptieren. Wir gehen jetzt mal im Frachtraum und schauen nochmal durch. Und dann lassen wir die Zeit mal hier rattern, damit wir die Durchsuchung auch beenden können. Mensch, die Jungs sind auch langsam hier. Ach so, ja, ich bin gespannt. Kai, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf mein erstes Spiel, wenn ich das streamen kann, auf jeden Fall. Und dann natürlich auch mal auf ein Multiplayer-Game mit dir und den Siggi und vielleicht auch dem Mirko. Und hier, Dix wollte auch mitmachen. Hier, Benny ist wieder dabei. So, alles klar. Nichts Ungewöhnliches. Okay, dann gehen wir wieder zum Kapitän und dann gehen wir zum Boot zurück. Funkspruch absenden. Und dann fahren wir weiter unsere Patrouille hier. Kurs setzen. Die Jungs dürfen jetzt hier abdampfen. Und wir machen uns auch auf den Weg. Siehst du, da ist der BDU schon. Und die hat bestimmt einen Auftrag für uns. Ich hoffe nicht nur einfach einen kleinen Frachter wieder versenken, weil er irgendwelche Technologien hat, sondern irgendwas anderes. Wobei die Frachter meistens ja in einem Konvoi unterwegs sind und das wollen wir ja auch eigentlich. Erwartet. So. Kapitän? Mann, die Station verlassen. Entschuldige. So, wir schauen mal. Da ist ein Konvoi. Große Gruppe. Dann schauen wir mal. Der erste müsste gleich da oben reinkommen. Warte mal. Der soll nochmal schön Kaffee trinken. Der eine höhere Reichweite hat. So. Er ist uns ja gleich, genau. 10 Uhr. Alarm! Auf Gefechtsstation! Das ist ein Glas hier rein. Jetzt wecken wir es gleich auf. Im Dienst. Jawohl. Der macht das. Der zu macht Befehl. Das. Zu Befehl. So, und jetzt sollten wir auch gleich sehen. Genau, jetzt muss ich hier einfach die Linie ziehen. Ja, er wird mich immer noch orten, deshalb fahre ich jetzt nochmal ein kleines Stück zurück. Damit ich ein bisschen mehr Platz zwischen ihnen habe. Noch ein kleines Stück. Und noch ein kleines Stück. Und dann haben wir es gleich. So.
Maschinenstopp. Reisekompass natürlich aus. Und dann warten wir hier. Dann warten wir hier. Sobald der Kollege vorbei ist, fahren wir nach vorne. Das soll nicht klappen. Das gibt es nicht. Da hat er mich schon wieder entdeckt. Da hat er mich schon wieder entdeckt. Der kommt auch mit Vollgas auf uns zu, ne? Da oben interessiert sich gar nicht dafür. Tauchen auf 50 Meter. Wie tief können wir denn hier gehen? Och, ist genug. 30. Feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr. 50. Wasserbomben. Wasserbomben. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Schneller, schneller! 60. Wasserbomben. Wasserbomben. So, jetzt Ruhe. Das sieht doch schon mal besser aus jetzt. Feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr 50. Maschinenstopp. Ah, sind viele Schiffe dabei, ne? Viele Kriegsschiffe dabei. Tauchen auf 50 Meter. 60. Ja, so richtig wissen sie scheinbar nicht, wo wir sind. Etwas genervt bin ich gerade schon, aber... Kommen wir so richtig zum Zug hier, ne? Der kommt jetzt genau auf uns zu. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Und jetzt ziehen wir äußerste Kraft vorbei. Schneller, schneller! Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Bestätigt. Fahren wir kleine Kraft weiter. Stopp. Die Frage ist... Wie weit ist der jetzt von uns entfernt hier? 3,6. Und hat einen Winkel von aktuell 103. Ich denke mal, aber der geht auch wieder auf mindestens 98 hoch. Fährt. Ja, was fährt er? Das ist jetzt die Frage. Ne? Ich gebe einfach mal ganz blöd 13 ein. Er fährt schneller. Ich glaube, er fährt schneller. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy.
Sehr wohl, Herr Kaloy. So, wir gehen jetzt mal hoch auf 20. Versuch mal Torpedos raus. 16? Dafür habe ich keine 16. Wasserbomben. 30. Wasserbomben. Ich probiere mal mein Glück. Mit 13. Oh, 3,7 haben wir drin. 20 Meter. Achso, ich habe nichts drin. Ja, warte mal. So. Ach, jetzt hat alles wieder gelöscht. Nein! So, warte mal. 13. 3700. Und ja, 98 hatten wir. So. Rohr 1, bewässern. Rohr 2, bewässern. 40 Meter Streuung. Jo, lassen wir mal. Auf 74, Feuer. Los! Direkt über uns, Herr Kaloy. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Ja, ist so langsam. Zuerst müssen wir mal schauen, wie ich da jetzt rauskomme. Wasserbomben. Wasserbomben. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, ich würde den Torpedo gerne mal wieder sehen, mein Freund. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Treffer. Toll. Treffer. Wir sehen das Schiff nicht. Da. Schwere Schäden am Rumpf. Die erzählen mir das erst, weil der so nah nicht geht. Ja, gut gemacht. Du. Den haben wir. Aber wir konnten ihn leider eben gerade erst sehen, weil die Wasserbomben uns das Hören genommen haben. Ja, Affe. Warte mal. Zwei Screenshots hier. So, den haben wir auch. Ja, wer ist hier der U-Boot-Mensch? Die haben wir. Die Jungs sind ja jetzt so geschockt. Ich krieg gleich noch einen rein hier. 2,8. Dreizehn würde ich sagen. Winkel. Lass ich bei 95. Rohr 1 geladen. Gib mir nur T2 jetzt. Bewässern. Auf. Ja, 4 Meter. 4 Meter ist gut für den dicken Pott. Rohr 3 bewässert. Los! Alle? Geil, ne? So, jetzt schauen wir weiter hier. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller. So wäre optimal jetzt, wenn er so bleibt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Rohr 2 geladen. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Der Weg ist jetzt doof. Jetzt dreht er nach oben. Es kann sein, dass wir ihn jetzt nicht treffen. Das ist. 20 Sekunden. Ah, das ist der Kreuzer schon weg, ist er schon gut. 10 Sekunden bis Einschlag.
Bin gespannt. Schwere Schäden ist gut. Feuer bricht auch aus. Aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Gut. Der eine Kreuzer ist weg. Den haben wir auch noch vor der Brust. Und unser Zielschiff ist irgendwo da oben, ne? Die Driver, jo, die müssen wir uns noch holen. Da oben. Erstmal haben wir den jetzt hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kleine Fahrt. Jawohl, Herr Kaloy. Wasserbomben. Wasserbomben. Ja, das könnte auch keiner halt machen. Rohr 3 geladen. Wasserbomben. 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 Schade, er fährt immer noch. Wo der schon ordentlich Schlagseite hat, ne? Hier ist Feuer, das ist schon mal gut. Da ist auch Feuer. Vielleicht haben wir Glück und das Feuer breitet sich weiter aus. Dann kriegen wir den Kahn noch. Ordentlich Schlagseite hat er, ja. Ordentlich Schlagseite hat er. Also da kommen die anderen alle jetzt an. Wir wollen eigentlich den da oben haben und den noch. Ja, der sinkt. Der sinkt. Den haben wir. Der macht gar nichts mehr. Ja, die Schrauben funktionieren zwar noch. Aber er qualmt ordentlich, ne? Der qualmt ordentlich, der Junge. Der wird gleich nicht mehr viel machen. Da können wir uns ja auf da vorne konzentrieren. Wobei, der fällt immer noch, ne? Lustig eigentlich. So, da muss ich jetzt aufpassen. Maschinenstopp. Der zieht jetzt genau auf uns drauf. Da müssen wir jetzt gleich kurz vorher äußerste Kraft zurück. Und die Maschinenstopp machen. Kleine Fahrt weiter in die Richtung. So. Nee, jetzt ist er wieder heil. Gut, war ein Anzeigefehler. Aber nichtsdestotrotz, den haben wir schon gut bearbeitet. Und den Kreuz haben wir versenkt. Bei 3 Torpedos, denke ich mal, ein guter Schnitt. Jawohl. Wir müssen natürlich jetzt einmal hier rauskommen aus dem Hexenkessel. So, der kommt genau auf uns zu. Und jetzt müssen wir äußerste Kraft dahin ziehen. Maschinenstopp. Die kleine Fahrt. Die hören uns nicht, die hören uns nicht, der hört uns nicht. Problem ist, die werden uns natürlich, solange wir hier rumdümpeln und fahren, werden die uns hören. Schneller, schneller! Schiffsschrauben. Direkt über uns her, Kaloy. Kann natürlich auch sein, dass sie überhaupt keine Wasserbomben mehr haben. Aber der Kleine sollte noch welche haben hier. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Schneller, schneller! So, das kann jetzt ins Auge gehen für mich. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Schiffsschrauben. Und da willst du Vollgas geben, bevor er Bomben liegt? Der hat nichts mehr, die haben nichts mehr. Die sind leer, die Jungs. Die sind leer. Wobei, die sind auch weg. Wir werden den Konvoi nochmal neu angreifen, aber von oben. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. So, wir werden gleich aber komplett still sein. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Gehen wir runter auf 50. Auf 50 Meter. 30. 50. Wasserbomben. Gut, dann müssen wir jetzt Gas geben. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und jetzt machen wir Maschinenstopp und gehen auf 70 Meter runter. Hier müssen wir natürlich mal stoppen hier. Und der fahren wir den Konvoi gleich mal nochmal neu an. Über uns, Herr Kaloy. Feindlicher Zerstörer auf 72. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Nee, die wissen glaube ich nicht, wo wir sind. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Da warten wir jetzt ab, bis sie gleich verpieseln. Die ersten hauen schon ab hier. Ja, der dreht auch schon ab. Der nervt noch ein bisschen. Wenn der auch gleich weg ist, dann tauchen wir auf und dann schnappen wir uns das nächste Schiff. Wir warten einfach ab, bis sie hier raus sind. Setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schneller, schneller! Und gehen hoch. So, die müssen auf jeden Fall hier vorne noch abfangen. Ein, zweimal. 20 Meter. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tauchen jetzt auch auf. Wechseln auf Dieselmotor. Sehr wohl, Herr Kaloy. Speichern wir mal dazwischen. Oh, warte mal. Jawohl. Holzrudelformation, jetzt geht's los. Guter Haarschnitt hier. Den hätte ich auch noch gern, wenn ich Haare hätte. Wir werden den Angriff auf den Konvoi mit Holzrudeltaktik für alle U-Boote in der Nähe werden aufgefordert. Okay, am 24. März. Okay. Oh, ja, da wollen wir hin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Da muss ich ja Vollgas geben hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Was habe ich gesagt? 24 Stunden. Das schaffe ich doch nie. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Zeit für eine Pause. Das wäre geil, ne? Mit einem Wolfshudel. Affe!
Danke, dass du hier warst heute. Es hat mich sehr gefreut. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zeit für eine Pause. So, ich müsste eigentlich hier rechts hier auf dem äußersten Kranz. Nee, auch nicht. So, die fahren 97,7. Da fahren die lang. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Puh, so müde. Im Dienst. So, wir werden uns hier den Wolfsrudel anschließen gleich. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Da bin ich ja mal gespannt. Kurs setzen. Zu Befehl. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Maschinenstopp. Ruder gerade stellen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und dann verharren wir der Dinge hier. Bin ja mal gespannt. Wir speichern einmal vorher durch. Nehmen wir mal einen Schluck aus der Pulle. Mm. So, wo ist mein Wolfsrudel? Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal auf Tauchstation. Auf Seerohrtiefe gehen. Und benutzen die Akustik hier, ne? So, mein Freund, mach das mal. Dann gehen wir mal ein bisschen unter Wasser. Wechseln auf E-Motor. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. So, hier sind jetzt ganz viele U-Boote. Das ist ja lustig. Ach, jetzt wollen sie den angreifen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann machen wir das mal. Mit das Spiel. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, und wir der geht dahin. So, wir dachte erst, ich muss ihn nach unten angreifen, aber nee, wir können jetzt unseren eigenen angreifen hier, und wir gehen dahin. So, kleine Fahrt.
Habe ich noch 3 U-Boote hier? Immerhin. Ich hoffe, wir sind auch alle unter Wasser, die Jungs. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist auch das Zeichen, dass sie unter Wasser sind, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich fahre so hin. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So machen wir das. Da kommt der Verband rein. Dann schicken wir gleich mal das Wolfsrudel los. Feindlicher Zerstörer auf 6 Uhr. So, der soll. Der soll auf das Schiff gehen hier. Nee. Da. Der hier. Angriffsbefehl für dieses Ziel. Der soll auf den gehen. Der soll auf. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Genau, so machen wir das. Maschinenstopp bei mir. Auf 0 drehen. So, das ist ja das Schiff, was wir dort versenken sollen. War es das? Empire. Das da oben, glaube ich, ne? Auch nicht. Wo ist er denn? Kurde. Gut, warten wir mal ab. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Feindlicher Zerstörer auf 8 Uhr. Na, schauen wir. Komm, der geht auf den hier. Befehl für dieses Ziel übermitteln. Der geht auf den. Und der nimmt. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. So. Feuer, Jungs. So, ist das unser Schiff hier? Empire Driver, jo, das ist unser Ding. Da schreibe ich einfach mal eine 13 rein, dann finde ich die nachher wieder schneller. Und unser Dingsel ist drin, genau, wir warten erstmal ab. Hier ist noch ein großes Schiff. Den können wir uns nachher gleich nochmal schnappen vielleicht. Und dann warten wir mal ab, was unsere Jungs jetzt hier machen. Der soll den angreifen. Der soll den angreifen. Okay. Bin gespannt. Jetzt dreht er ein. Oh,
Aber wir müssen auch mal angreifen, die Jungs hier. Das ist ja interessant. Was machen die denn, die Jungs? Warum greifen die die Ziele nicht an? Warte mal. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. So. Das gibt es nicht. Wieso schießen die nicht? Auf Seerohrtiefe. Gleich greift er mich an. So, egal. Ja, jetzt haben sie wieder hier. Das war ja klar. 13. Bei 96. Und ne, 96. Und die Reichweite beträgt ungefähr 1,2 Kilometer. Feindlicher Zerstörer auf. Oh, da passiert was. Der hat angegriffen, der ist sauer. Da mal gucken, ob der seine Dublette gleich bekommt. Ne, die Torpedos sind durchgegangen hinten. Das wäre nochmal interessant, ob die jetzt treffen. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. So, wir müssen jetzt nochmal unser Ziel hier suchen. Der soll sich den schnappen jetzt hier. Der soll auf den. Warte mal. Legen Sie den Kurs an. Nee, nicht wir. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Der soll darauf gehen. Und wir gehen gleich hier auf den Fetten. Knapp bei 96. Ich habe einfach mal die 13 hier rein. Und. Die Reichweite ungefähr 2,1. So, aber jetzt schauen wir mal, wie der Torpedo eventuell gleich treffen wird hier. Ich schätze mal, im hinteren Bereich trifft er. Jo. Sehr schön. Kommt noch einer. Jo, den haben wir. Den haben wir. 3 Treffer. Das war's. Das war's. Das haben die Jungs gut gemacht. So. Die sind abgelenkt, die Schiffe. Der kümmert sich um den. Und wir wollen gleich den fetten Herden haben. Der sinkt auch. Die Beatrice meldet sich gleich zu Wort hier. Aber da bringt nichts mehr. Das Ding ist weg hier. Das gibt Bruder Resetton hier. Das ist gut. Schiff im Konvoi versenkt. Ah, okay, alles klar. Mit dem Wolfsrudel. Wir setzen uns hier nochmal eine Nadel hin. Ich glaube mich nicht, dass der Kotter sinkt jetzt hier. So. Oh, da wird ein Torpedo rausgejagt. Aber das war ein Bohrkrepierer. Wasserbomben! Wasserbomben!
Und ich schieße jetzt meine Torpedos gleich ab. Oh, das hat aber, glaube ich, der gemerkt hier. Ich glaube nicht, dass er getroffen wird. Der zieht mich nach links weg. Wäre schön, wenn er getroffen wird. Aber ich glaube nicht. Ja, der geht mich vorbei, der Junge. Der ist unten durchgegangen. Aber so, wir schauen jetzt mal, warte mal. Der soll den angreifen. Der soll. Nee, nicht wir. Der sollte ihn angreifen. Der? Sie soll nur nerven. So, und ich schieße jetzt auf den. Auf den Fetten hier. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässern. Und Vollspeed. Hauen wir die raus. Fertig. Los! Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die treffen die beiden Level. Vielleicht reicht das sogar schon. 10 Sekunden bis Einschlag. Die sehen wir vielleicht hier gleich noch im Wasser. Da kommt sie. Genau mit Schiffs. Dumble. Boah, sehr gut. Sehr gut. Feuer brecht aus. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein schöner Treffer gewesen. Hier sieht man auch tatsächlich schön die Löcher, ne? Toll, da unten. Feuer breitet sich schön aus. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Den haben wir richtig einfach gepult, die Kollegen hier. So, wie sieht es mit denen aus? Der hängt halb in der Luft. Ups, verklickt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, Tiefensteuerung. So, den haben wir richtig einfach verpoolt. Und den Kollegen tatsächlich auch. Oh, da müssen wir nochmal nachsetzen. Rohr 3 bewässert. Kurz sehen, wie schnell er ungefähr fährt. Ja, der kriegt noch einen raus. Los! Nicht, dass wir noch unser eigenes Schiff jetzt hier abschießen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, oh, der trifft genau wieder in der Mitte. Der kriegt nochmal richtig einen von uns verpoolt jetzt, der Kollege hier. Da kommt er nochmal rein. Jo, gleich die ganzen Aufbauten weggeschossen hier. Das muss jetzt reichen. Das muss jetzt reichen. Guckt euch das mal an, das Feuermeer. Das war's. Der Drops ist gelutscht für den. So, jetzt wollen wir mal schauen. Da oben haben wir noch ein Schiffchen. Da wollen wir jetzt auch hin. Wie weit sind wir denn von denen entfernt hier? Ah, es ist so nah dran. Das ist zu nah dran. Wir schauen uns aber schön an, wie das Schiff jetzt versinkt hier. Das sieht gut aus. Schiff wird evakuiert. Da geht nochmal ein Torpedo raus. Jo, den haben wir. Der ist weg.
Wo schießen die denn immer ihre Torpedos hin? Das verstehe ich teilweise nicht. So, die Frage ist jetzt. Ich versuche das einfach mal. Ich versuche es einfach mal auf der Entfernung, den zu treffen. Ich bezweifle zwar, dass es geht, aber ich versuche es. 90. Das hat mir 320 oder so eben. 330. Geschwindigkeit gebe ich aber mal ganz stumpf 13 ein. Und Schiddle U-Boot, moin, grüß dich. Grüß dich. Schön, dass du mal reinschaust. Und dann hauen wir den einfach mal da rein, wa? Ja, wir haben schon zwei Kreuzer versenkt und ein C3er. Rohr 4, fertig. Los! 40 Sekunden bis Torpedo einschlägt. Bin hier gleich neben, gerade. Oh, die schießen jetzt auch drauf. Na gut, der ist weg. Der ist weg. Okay, das schauen wir uns nochmal an. Rohr 2 geladen. Müssen natürlich gleich aufpassen, dass wir nicht gleich einen auf die Mütze bekommen. Ganz kurz mal schauen, bevor der Treffer reinkommt. Nicht, dass wir einen auf die Witze bekommen. Jo, alles klar. Der kriegt gleich von beiden Seiten rein. Jetzt kommen gleich von der Seite noch welche. Oha. Oh. Der ist kaputt. Der Kollege ist kaputt. Den haben wir weggefrühstückt hier. So, jetzt muss ich aber tatsächlich mal kurz schauen, was hier passiert. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Da gehen wir gleich voll AK nach vorne, anders geht das nicht. Anders kommt er nicht mehr raus aus der Sache. Wenn das nicht sogar schon zu spät ist. Wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. So. Machen wir kleine Fahrt. Jetzt müssen wir schauen. Ich habe ja, das ist ja unser Haupttarget. Na, da oben. Den müssen wir ja versenken noch. Das ist ja unser Ziel. Die Driver müssen wir versenken. Ja, wir haben heute zwei Kreuzer versenkt, zwei C3er und ja, das war's glaube ich auch, ne? Immerhin. Okay, der nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Der dreht auch voll auf mich ein. Ich habe gehofft, dass er auf ihn drauf geht. Legen Sie den Kurs an! Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Rohr 3 geladen. Angriffsbefehl für dieses Ziel. Der lenkt ihn mal ein bisschen ab. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Der geht auf den Ticken hier. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Und wir gehen auch auf den da hinten. Genau, so machen wir das. Wobei, warte mal, das ist doch das kaputte Schiff, ne? Ja. Dann kann er den hier angreifen. Den kleinen Frachter hier. Der bringt zwar nicht viel, aber immerhin etwas. So. Rohr 4 geladen. Der geht auf ihn da oben zu. Hier ist auch noch einer, ne? Auch so ein kleiner. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir können einfach weiterfahren. Wir sind, glaube ich, tief genug. Ja. Dann machen wir das auch. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Stoppen jetzt die Maschinen und lassen den vorbeifahren. So. Da hoffe ich, dass die beiden den da oben gleich angreifen. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Eine kleine Fahrt zurück. Und stoppen die Maschinen natürlich wieder. So. Die beiden da oben haben den Auftrag, den zu versenken. Da bin ich mal gespannt.
Aber wir zeigen noch keine Ambition, den zu versenken. Da müssen wir uns wohl selber drum kümmern. So, da haben wir eine Entfernung von 2100 Meter. Und ein Winkelmaß, gut, der zieht gleich wieder nach oben. Aktuell sind wir ungefähr bei 112. Ich würde aber sagen, der geht gleich wieder dahin und da würde ich 94 nehmen. 94. Und dann hoffe ich, dass ich mit meinen 13 km/h auskomme. Wir müssen natürlich nochmal höher. Auf 20. Und sobald wir da sind, geht der Torpedo gleich raus. So. Ich werde, das ist unser Zielschiff letztendlich, diese Empire Driver. Und den machen wir auch mit High Speed, hauen wir den raus. Und dann hoffen wir mal, dass er passt von der Geschwindigkeit. Da ist er auch hier. Bitteschön. So. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 20 genau. Sekunden. Jetzt dreht er wieder oben ein. Dann schauen wir mal, ob ich damit mein... Was hatte ich eingeben? 94 gleich richtig liege. Ja. Genau, er gebe ich jetzt nach unten wieder. 10 Sekunden bis Einschlag. Und jetzt müsste er auch schon eigentlich dort sein, was ich geschätzt hatte. Ja, so schlecht war es gar nicht. So schlecht war es gar nicht. Und der trifft ihn auch mit Schiffs. Sollte er. Da kommt er. Nein, vorne, vorne. War trotzdem guter Treffer. Den haben wir. Den haben wir, Anders. Der ist weg. Den haben wir. Haben wir gleich noch den Zip. Oh, Ukraine ab, jo. Der ist weg. So, ein Schiff hängt noch irgendwo im Wasser. Der ist auf jeden Fall weg. So. Den müssen wir nachher noch bearbeiten. Ne, den nicht. Wo ist er denn? Ist er schon völlig gesunken? Den hier, genau. Den müssen wir gleich noch versenken. Das werden wir mit der 8-8er dann machen. Und da setzen wir auch den Punkt mal um. Den radieren wir weg. So, jetzt haben wir hier nur noch Kriegsschiffe drauf. Die beiden Kreuzer sind weg, die zwei C3er sind weg, der schwere Frachter ist weg. So. Das ist halt kleine Gurken. Ich werde die Jungs jetzt mal ansetzen, um die Zerstörer hier anzugreifen. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Weil ich denke. Das ist auch so ein kleiner Scheißer hier. Ja. Die bringen uns ja nichts. Die bringen uns ja nichts. So, und er da oben. Na komm, greift auch nochmal einen davon. So, und ich bleibe einfach hier im Wasser und warte. Ja, die wissen nicht, wo ich bin hier, ne? Die wissen, dass die anderen U-Boote da sind. Aber ich bin komplett vom Radar. Ich bin komplett vom Radar, das ist schon mal gut. Das ist ein großes Kriegsschiff, ne? Ne, kleines. Aber die interessieren sich gar nicht für mich hier. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich
zieht das U-Boot hier komplett weg. Komm, das ziehe ich auch weg. Das kann man wegen dahin fahren. So. Dann ziehen die U-Boote die Jungs gleich ab hier und dann habe ich gleich Ruhe, um das Schiff hier zu versenken. Mit dem ich keine Wasserbomben mehr. Die eiern nur die ganze Zeit jetzt noch hier herum. Dann kann er den vielleicht mal den angreifen. Mal gucken. Oh, da habe ich gerade gepennt. Das, genau. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Weil der könnte auch eine Wasserbombe haben, ja, der Kollege. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Karol. So, was jetzt sich genau direkt unter das Schiff hier? Und zwar hier. Und gehe auf 30 Meter. Und dann setzen wir uns genau unter Schiff. Und dann sollten wir eigentlich gleich Ruhe haben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Halbe Fahrt. Sollte auch genau passen, dass wir genau da unterstehen, ne? Jo. Sollten wir auch gleich das Wrack über uns sehen und dann bleiben wir da unter. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Gespannt, ob ihr das gleich über uns seht. Eigentlich normal müssen wir das sehen. Ganz gut. Da ist es. Direkt über uns. Ich darf es bloß nicht sinken, nicht, dass sie mit der 8-8er nochmal rausschießen. Dann ist das auf den Tüts. Aber so stehen wir ganz gut. Ihr seht das. Mit Wasserbomben können die uns eigentlich jetzt nicht angreifen. Gut, alles klar. So, das lassen wir darauf auslaufen. Der gibt auch mal Ruhe. Feindlicher Zerstörer auf 5 Uhr. Dann sind die auch gleich weg, die Jungs hier. Wolfsrudel-Konvoi zieht dort ab. Und die dampfen auch gleich ab. Dann taufen wir gleich auf, wenn die nachher weg sind. Und dann nehmen wir die 8-8er und versenken das Schiff. Echt jetzt? Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Wobei, ich habe schon mal gehabt, dass die Schiffe irgendwie gegeneinander gefahren sind, wo sie mich gesucht haben. Das sah ganz merkwürdig aus. Die haben sich aber leider nicht gegenseitig versenkt. Was ich mal ganz oft im Hafen habe, wenn man im Hafen ein Schiff angreift, die an der Kaimauer stehen, die kriegen den Torpedotreffer und driften dann auf dich dazu einen halben Kilometer. Das müssen sie vielleicht irgendwann mal abstellen, mal gucken. Aber das ist doch ganz cool so. Guck mal, stehen wir euch da unter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! So, jetzt fahren wir das schnell raus. In der Zeitkompression.
Da sind wir auch. Maschinenstopp. Normal sollten wir jetzt auch so hochkommen, ohne dass wir Kontakt haben, ne? Na gut, ein kleines Stück fahren wir vor. Wegen der Sicherheit. So. Maschinenstopp. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die Platte. Hier ist kein Schiff mehr. Dann können wir auch auftauchen. Dann besetzen wir gleich das MG und dann... Ah, schon cool, ne? Wenn man sich da direkt unter das Schiff setzen kann und... Ja, das ist schon... Das finde ich cool. Ich hatte das einmal gemacht, dass ich mit, ein Tanker die ganze Zeit war und den Konvoi mitgefahren bin. Das war auch cool. So, die Jungs sind weg. Wechseln auf Dieselmotor. Wir besetzen das MG hinten und versenken das Schiff dann mal schnell. Hier können wir noch mal schauen. Ja, die Animationen sind nicht so toll, ne? Wir nehmen alle mit. Ich habe jetzt keine Lust, alle Beiboote anzuschauen, ob da jetzt ein Offizier bei ist. So. Die haben wir gerettet. So, MG besetzt und Feuer. Wir nehmen mal die panzerbrechende Munition, dass wir auch besser durchkommen. Nur hätte ich jetzt die 8-8er genommen, bloß das Heck ist ja geradezu gewandt und passt es. Aber wir haben sie trotzdem. Wir haben sie trotzdem. So, jetzt machen wir doch mal den Kompressor an. Den Kreiselkompass aktivieren wir wieder. Und Kamerad Snake. Nee, der andere ist am Funkraum. Das passt auch. Herr Kaloy. So, Mission hat beendet. Ich will mal kurz sehen, wie viele Torpedos ich noch habe vorne. Vier Stück. So, der andere Konvoi ist schon zu weit weg, glaube ich, ne? Der andere Konvoi ist so weit weg. Gut, aber hier haben wir ordentlich was kaputt gemacht. Genau, ich gehe mal kurz am Funker hier. Er ist befördert worden, da schauen wir auch gleich mal kurz drauf. Genau, ich nehme erstmal der 8-8er hier. Da haben wir noch einen, sehr gut. Dann nehmen wir den Unterstützer, der ist auch gut. So. Das haben wir. Jo. Dann geht's weiter, ne? Kompressor haben wir an. Blaues Licht auch. Ich wusste, dass da unten noch ein kleiner Konvoi ist. Ich werde jetzt mal einmal kurz den Kompressor ausmachen und nochmal kurz abtauchen, um zu schauen, wie weit der von uns entfernt ist. Weil ein bisschen müssen wir auch unser Treibstoff im Auge behalten. Auf Seerohrtiefe gehen. Und dann geht der Kollege hier nochmal ran. Dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis wir unter Wasser kommen. Alarm! Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Ja, genau. Die wollen wir nochmal holen. Da ist das erste Schiff. Das heißt, wir können ein ganzes Stück zurückfahren oder wir fahren ganz tief rein in den Konvoi. Das bleibt uns jetzt überlassen. Weil da wird auf jeden Fall der Begleitschutz sein und hier war von schon ein Zerstörer, den habe ich gesehen. Dann fahren wir einfach mal zurück ganz frech. Noch können wir uns das leisten. Die haben auch schon wieder voll den Kurs geändert, ne?
da müssen wir natürlich aufpassen. 1,2. Ungefähr ab hier können wir uns orten. Ja, danke. Wünsche ich dir auch viel Spaß, schönen Tag und bleib vor allem gesund. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Stopp. So, kurz mal die Reichweite messen zum Zerstörer. Das reicht. Das sollte uns eigentlich nicht erwischen. Kurs auf diese wir speichern noch einmal zwischen. Und dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier haben an Schiffe. Okay. Schöner Tanker wäre gut, ne? Gut, dann lassen wir die mal vorbeifahren. Oh, das ist was Größeres hier. Das können C3er sein. Ne, da haben wir unseren Tanker. Alles klar. Da haben wir unseren Tanker. Feindlicher Zerstörer auf. Habe ich alles ruhig? Ja. 12 Uhr. Das ist das außer Reichweite. Den will ich eigentlich haben. So, das ist schön. Abend. Wir pendeln schon mal verdient die Reichweite rein hier. Komma 2 lasse ich den mal. Winkel. Dreihundertachtzehn. So, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Kannst du kurz mal schauen. Der hat 8 Meter Tiefgang, glaube ich. Schön, wenn er mal auf seinen Posten geht, der Kollege hier. Ich könnte jetzt den Torpedo... Ne, ich warte, bis der hier vorbei ist. Wenn wir ganz kurz mal gucken... Was der für einen Tiefgang hat und der andere. Dann könnte ich notfalls... Wo ist der Tanker? Das soll da hinten sein, ne? Da ist der Tanker. So, ganz kurz mal schauen. Was ist das eine? Explorer, Tiefgang. 8,9 Meter. 8,9 Meter. So, da haben wir da hinten den Tanker. D-Klasse, auch 8 Meter. Okay, dann geben wir auch die Torpedos auf 6,5. Dann haben wir die Torpedos auf 6,5. Ach, ist auch gar nicht fertig gemacht, die Torpedos. Sehr wohl, Herr Kalleus. Der hilft mir auch mit. Jawohl, Herr Kalleus.
das jetzt nicht. So. Das haben wir. Was haben wir denn hier noch? Das war auch so ein großer Frachter, ne? So, wie sieht's aus? Der ist fertig. Alles klar. Rohr 2, bewässern! Dann haben wir den Arm mal raus mit Vollspeed. Auf 6 Meter Tiefe. Rohr 2, fertig! Typensteuerung besetzen. Feuer. Los! Dann geht's weiter. Den hier vorne. Da übernehmen wir die Werte. 18, 13. 3, 18. Das ist schön. 18. So, da haben wir 13. Und die Reichweite von hier aus. Hier ist ungefähr 2, 8. So, der Torpedo ist gleich auf dem halben Weg. Ist das auch ein T1er? Ja. Rohr 1, bewässern. Rohr 1, bewässert. Stück warten wir noch. Feuer. Los! So. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Könnte beide gleichzeitig passen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ah, ich hätte Tück vor. Ich hoffe, dass wir den noch kriegen. So. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 20 Sekunden. Sehr schön, sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir den auch gleich treffen. 20 Sekunden. Kann sein, dass er einen jetzt abgebremst hat. Na, trifft er? Also kann sein, dass er vorbeigeht, weil der abgebremst hat. Aber meistens bremsen sie ab. Ja, sehr schön. Jo, ich glaube, der ging vorbei da hinten. Habe ich mir schon gedacht, weil der natürlich langsamer geworden ist. So, die fangen jetzt natürlich den Stängerkurs an. Den Tanker haben wir schon mal weg. Das ist das Wichtigste. Der Tanker ist weg. Jetzt habe ich noch 2 Torpedos. Ich versuche trotzdem, den nochmal zu bekommen. Wir gehen aber auf 12. Acht lassen wir. Und beim Kurs, der wird ja gleich wieder so rumfabern hier, machen wir 304. Habe ich noch die Einser hier? Rohr 3, bewässern! Gehen wir mal auf 4,5 Meter bei denen, aber auf Vollgeschwindigkeit. Rohr 3, bewässert. Los! Und der ist noch langsamer als 12, oder? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 30 Sekunden. 20 hätten wir auf 11 machen müssen. Den hätten wir auf 11 machen müssen. Bis Einschlag. Ja, auf 10 sogar. Schade. Gut, dann schnappen wir uns jetzt einfach den hier vorne. Den dicken. Der ging daneben, Herr Kaloy. Da habe ich mich jetzt leider verschätzt. So, warte mal.
den jetzt hier. Kurz mal Pause machen. Das ist ein C3er sein. Es geht gerade das Telefon da unten, höre ich gerade. Oh, was ist dahinter denn? Ist das ein Kreuzer dahinter? Sieht so aus, ne? Oh. Das ist ein Kreuzer dahinter. Krass. Ja, tatsächlich fern die 11. Das wird's mal schauen. Oh, das ist ein Kreuzer. Aber wir haben heute schon zwei Kreuzer versenkt. So. Aber den haben wir jetzt eingemessen soweit, außer dem Winkelkram hier. Lassen wir circa bei 3,22. Na komm. Nochmal 3,21, so. Und dann hauen wir den letzten Aal nochmal raus. In der Hoffnung, dass wir auch treffen. Bewässern. 4,5 Meter lassen wir. Sollte passen. Rohr 4, fertig. Ja, schade. Schade, schade mit den beiden Torpedos. Na gut, den Tank haben wir hier schon mal versenkt. Das ist schon mal was Gutes. So. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Gucken wir, ob er jetzt gleich wieder eintritt. Ja, jetzt zählt er genau ein. Den sollten wir eigentlich genau treffen, wa? 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Das sieht auch gut aus. Sekunden. Aber eher hinten. Hätten wir vielleicht. Ja, gut, kommt aber durch, dass er so rumwabert. Hier wäre besser gewesen. Feuer breitet sich aus, das ist immer gut für uns. So, ich muss mal schauen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dass ich mich jetzt mal verpiesel hier. Legen Sie den Kurs an. Kleine Fahrt langsam raus und schauen wir mal, ob wir da nochmal Feuer rauf bekommen. Aber das Feuer frisst sich leider nicht rein. Der fährt weiter seelenruhig. Ja, schade. Vorne haben wir auch jetzt nichts mehr. Wir machen einen Hecktorpedo. Kurs setzen. Schneller, schneller! Dann versuchen wir da mal ein bisschen mitzufahren. Aber ich glaube, von der Geschwindigkeit her wird das nichts. Legen Sie den Kurs an! Dann müssen wir hier schon die E-Motors äußerste Kraft fahren, dass wir uns hier nochmal mindestens hier vorhin kommen. Aber selbst das schaffen wir nicht mit äußerster Kraft. Legen Sie den Kurs an. Ich versuche jetzt mal was anderes, dass ich mich hier schräg vorsetze und dann gleich hier den Haken hinten mache. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann müsste es klappen. Stopp,
kurz. So. Wir holen nochmal den Winkel rein. Auf 3,22 gehen wir. Entfernung mache ich mit der Hand hier. Ungefähr gleich hier seine Torpedo bei 2,9. Und messen wir nochmal schnell die Geschwindigkeit ein und dann schauen wir doch mal. Wichtig, dass wir uns außerhalb der Reichweite der Kriegsschiffe befinden. Mindestens 1,2 bis 1,5 Kilometer sollte man immer haben. Da sehe ich jetzt leider das Heck nicht mehr, aber ich denke mal, da hinten hört auch gleich auf, ne? Ja. Und dann haben wir gleich unseren Hecktorpedo unten raus. Kurz das Spiel hier weggeklickt. Rohr 5, bewässern! Rohr 5, bewässern! Los! So, der Torpedo ist raus. Drücken wir uns mal die Daumen, dass er jetzt hier nicht langsamer wird oder irgendwelche anderen Sachen macht. Stopp mal die Fahrt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Das glaube ich nicht, dass er daneben geht. Der trifft voll. Der trifft voll, der Aal. Muss eigentlich treffen. Da kommt er. Jo, den haben wir. Der gehört uns. Also der müsste eigentlich weg sein jetzt. Der läuft jetzt hier voll. Motoren sind auch aus, soweit ich das mitbekomme. Ja, Schiff wird evakuiert. Ich schwung mal kurz vor. Ja. Und jetzt sollte auch gleich voll laufen. Hoffen wir jetzt mal. Nicht, dass er noch so eine Luftblase drin hat. Natürlich hat er das. Gut, alles klar. Wir setzen uns hier in die Nadel. Versenken die dann auch. Und wir fahren noch ein kleines Stück weiter. Schneller, schneller! Feindlicher Zerstörer auf. Rohr 5 geladen. Der driftet ja noch ein bisschen ab, ne? So, wir drehen nochmal ein hier. Jawohl. Maschinenstopp. Und denken wir mal auf 20 Meter runter. Und bleiben einfach hier. Bis die Jungs hier weg sind. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Wo will der hin hier? Ach, jetzt habe ich. Das, was ich immer sage, habe ich jetzt vergessen. Das Hauptruder. Ihr habt gesehen, ich drehe mich auf einmal wie so ein Weltmeister. So, keine Ahnung, wo der hinfährt. Das macht mich gerade ein bisschen nervös, weil der jetzt hier so nach unten fährt. Der Konvoi ist eigentlich schon komplett weg. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Okay, war wohl ein Einzelkämpfer. Wir fahren mit kleiner Fahrt hier ran und tauchen kurz vor auf und versenken das Schiff mit der 8,8er. So, wir gehen immer auf Zero-Tiefe. Ich muss mich ausruhen.
Ich muss mich ausruhen. So, wir haben keine feindlichen Schiffe hier. Mal gucken, wo der jetzt noch dahin will. Nee, der haut ab. Wunderbar. Dann tauchen wir auf. Tanks anblasen. Und versenken das Schiff mit der 8-8er und dann ist gut. Genau, da ist der Kutter. Snake haben wir funken eine Runde. Wechseln auf Dieselmotor. 8-8, der wird besetzt. Nee, der ist MG. Was erzähl ich denn da? So. Jetzt können wir die 8-8er besetzen. Zweiten Mann noch hinzu. Ach, guck mal, da ist er ja. Machen wir zwei, drei Löcher rein. Ein bisschen Luft reinkommt, dann sinkt er auch gleich. Feuer haben wir auch noch gemacht. Siehst du, wunderbar. Den haben wir auch versenkt. So, ja, da haben wir heute richtig was abgeschossen. Noch. Zwei Kreuzer, Tanker, glaube ich, drei C3er, ein paar Frachter. Das war ja wirklich nicht wenig, was wir heute weggefrühstückt haben. Für so eine spontane Feindfahrt. Ja, wer Bock hat, morgen Abend ist wieder U-Boot. Uhrzeit gebe ich noch im Discord bekannt. Ich denke mal so 19 Uhr, 20 Uhr, irgendwo in den Zeitfenster wird das sein. Und Sonntag auf jeden Fall auch wieder, da ist unser fester U-Boot-Abend. Da geht es auch gegen 20 Uhr, 19.30 Uhr mal wieder los. Könnt ihr gern vorbeischauen, wer Bock hat, sich das Video später hier anschaut, etc. So, das haben wir. Die Puma haben wir versenkt, alles klar. So, jetzt haben wir kein Torpedo mehr. Richtung Heimathafen. Und einmal zwischenspeichern. Und dann geht es auch los. So, haben wir. Hier können wir mal kurz schauen. Ach, schau mal, hier hätten wir noch einen Tauchgang machen können, ne? Wo ist das Schiff denn hier? Habe ich noch Zeit, ja. Legen Sie den Kurs an. Schneller, schneller! Ah, nee, doch nicht. Können wir doch nicht, ich dachte, wir konnten noch einen Tauchgang dort machen. Falsche Information. Nee, das war schade. Ich dachte, wir können noch irgendwie was machen da. Gut, da geht es tatsächlich jetzt Richtung Heimat. Mir war eben so, das hätten wir noch einen Tauchgang machen können. Legen Sie den Kurs an. Und dann halbe Kraft. Schneller, schneller! Beziehungsweise... äußerste Kraft. Und eins ist denn, schauen wir mal ganz kurz. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Den Teil noch gehabt hier, ne? Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich muss natürlich aufpassen, dass nicht einer ist mit der 8-8er hier hinten drauf, aber so sieht das nicht aus. Den holen wir uns noch. 8-8er wird besetzt. Und dann fahren wir ganz entspannt hier ran mit großer Fahrt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Wir besetzen zusätzlich noch das MG. Da hinten sind die Jungs. Sobald das MG besetzt ist, haben wir jetzt schon die Regenjacke angezogen, stellen wir hier auf automatischen Beschuss auf Feuer.
also auf Schiffe. Dann sollten die gleich anfangen mit einem MG zu schießen eigentlich. Normal. Ah, siehst du, da haben wir es. Und wir machen Feuer mit der 88er. Schieße mal den Kapitän da oben weg. Machen wir vorne nochmal ein Loch rein. Oh, bin ich vorbei. Ja, auch. Mach mal Geschwindigkeit auf kleine Fahrt. Siehst du, da haben wir sie auch gleich. Da haben wir sie auch dann gleich. So, der sägt auch schon, glaube ich. Schauen wir uns das mal an, aber ich glaube, der hat nicht mehr viel hier, ne? Ah, ich hätte noch hinten rein hier. So ein bisschen tiefer waren Treppen hier. Guck. Jetzt haben wir ihn gleich. Den nehmen wir noch mit auf der Heimreise hier. Feuer an Deck. Ja, komm. Den sollen wir gleich haben. Ich spule das mal ein bisschen vor jetzt, das Spektakel. Er fährt immer noch, ne? Lustig. Legen Sie den Kurs an. Ah, jetzt haben wir ihn. Nun ist vorbei. Nun sinkt er. Falls er sich das doch noch anders überlegt und eine Luftblase dann hat, dann sollte die jetzt auch raus sein. Gut. Kanone gerade wieder. Sie so. Sinken. Schiff versenkt. Wunderhübsch. Können wir leider keinen an Bord nehmen. Aber wir geben die Vorräte. So. Wo wollten wir hin? Da wollten wir hin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Kartentisch. Der Lusch hat da oben rum. Kreise kommt was an, rotes Licht, kann man schon normales machen. Da könnt ihr gerne einschalten, wenn ihr Bock habt. Da werden wir nämlich die Mission weiterspielen. Schlacht im Atlantik, Black Pit. So. Die haben wir heute weggemacht, alle Jungs hier. Das. Du siehst gut aus, ne? Bisschen mit dem Sonneneinfall oder Abendsonne, Morgensonne besser gesagt. Gut, dann springen wir mal kurz vor. Dann sollten wir gleich im Hafen sein. Genau. Und dann gehen wir mal die Mission ab hier. Wohl, ja. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. So, was haben wir hier? U-Boot Kriegsabzeichen. Sehr schön. Hermann.
Kamerad Wächter. Snake auch wieder dabei, sehr gut. Und Klausi. Oh, Ritterkreuz, jo, da sind wir ganz kurz davor. Sehr gut. Hat 2 Punkte, ich ärgere mich. 2 Punkte. Na gut, alles klar. Wollen nicht motzen, Donnerstag. So, die Empire Sky haben wir versenkt. Die hat Wertsack mitgebracht, sehr gut. Sehr schön. So, was haben wir denn? Die Empire Driver, die hat Munition befördert, siehst du. Auch Munition. Was hat die? Öl, genau. Da war der Kutter. Gummi. Nochmal Gummi. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir heute alles versenkt? Das war ja gar nicht so wenig. Also 40.000 Bruderegistertonnen an Handelsschiffe. Die beiden Kreuzer zählen leider nicht hinzu. Die Country-Klasse, das waren schon 2 große Pötte. Die haben wir jeweils mit 2 Torpedos versenkt. Der eine, glaube ich, mit 3 sogar. Weil er nicht untergehen wollte. Der hat sich gewehrt. Da haben wir hier nochmal einen C3er-Frachter gehabt. Empire Bell-Klasse. Noch ein C3er. D-Klasse war ein Tanker. Da war auch schöne Sekundärexplosion dabei. Die Puma, da einen Frachter haben wir noch mitgenommen. Und das war tatsächlich der Frachter, den wir zum Schluss eben noch mit der 8-8er und den MG bearbeitet haben. Ja, nichtsdestotrotz gute Tour. Wolfsrudel haben wir Angriff geführt. Schiffe im Konvoi versenkt, haben wir auch alles erledigt. Ich erkenne keinen Fehler, Männers. Ich erkenne keinen Fehler heute. Gute Feindfahrt gewesen.